So. Herzlich willkommen zurück zu Deppentreff spielt League of Legends. Heute mit Y. Wir spielen ein Ranked Game. Und mein Hecarim ist leider gepickt worden. Jetzt habe ich meine Y ausgepackt. Das Ganze verpacke ich wieder in einer gemütlichen Spielrunde mit einem kleinen Guide. Und dann laufen wir die mal runter, oder? Würde ich sagen. So. Ja, bei uns dabei ein Renekton. Der ist Toplane gegen einen Ryze. Ich vermute einen Ryze Toplane. Ein interessantes Matchup. Bin gespannt, wie Renekton sich schlägt. Ein bisschen Magie-Risi baut, dann dürfte es eigentlich kein Problem mehr sein. Ich habe ein bisschen Angst vom Hecarim, weil ich selber Hecarim Main bin und weiß, was er anrichten kann. Aber nicht ich habe Angst vom Hecar, sondern um meine Lane. Weil mit Hecarim muss man dann doch Early Wards setzen. Sehr frühe Early Wards, weil auf Stufe 3 meistens ein Gank kommt. So. Wir warden mal hier rein. Ding, dass ich mit Red anfange. Gehen weg. Ihr fangt mit Y immer mit eurer W an. Da der dritte Schlag Rüstung entfernt und ihr mehr Angriffstempo bekommt. Das heißt, da seid ihr am Anfang mit der W beim Buff schneller dran. Nach der W skillt ihr die E. Damit machen wir dann hier oben unsere Golems. Da hat sich schon wer gezeigt. Da hat sich schon wer gezeigt von dem. So. Die haben gewardet, das heißt. Wobei, die haben nur hier gewardet. Das heißt, die wüssten nicht, ob ich ihn anfangen würde oder nicht. Okay. Aber sie sehen es an der Botlane. Wenn die Botlane gleich da ist, dann bekomme ich kein Leash, dann. Wissen die wahrscheinlich, dass ich mit Red Buff anfange. So, gehen hoch. Wir sehen, die Botlane ist noch nicht da, das heißt, der Jungler fängt unten Red Buff an. Das ist wichtig, damit ihr wisst, ob der Jungler bei Minute 3:15 bei der Krabbe ist oder nicht. Hecar ist schon Mitte. Was? Okay, es fängt ja gut an. Der hat Stufe 2 gegankt. War sehr riskant für ihn, aber es hat anscheinend funktioniert. Er hat das First Blood bekommen. So, wir machen die Raptors hier noch nicht. Wir gehen weiter zu den Wölfen. Weil ich habe noch keine Kuh und ohne die Kuh möchte ich die Raptors nicht anfangen. Da kriege ich zu viel Damage. Na, wir machen unsere Wolves. So. 2:58, wir können den Blue Buff noch machen. Ja, das First Blood ärgert mich jetzt ein bisschen. Renekton pinkt auch schon um Hilfe. Machen die Crap. Botlane pusht, Midlane auch. Wir machen unsere Kröte, unser Grump. Dann gehen wir back, machen Top und helfen dem Renekton. Hecar ist Toplane. Ich
Wir spielen mit Triforce. Pink Ward noch mitnehmen. Wir maxen als erstes unsere Q. Da ist der Hickerim. Da will meine Crocs machen. Das will ich natürlich nicht zulassen. Mal schauen, wie wir uns schlagen. Jawohl, wir haben ihn. Da ist er, da ist er, da ist er. Der läuft weg. So, der ist erstmal vertrieben. Hat auch einen Haufen Zeit gewastet. Ich meine, die Zeit, die er hier oben jetzt... Ich meine, der war jetzt locker eine Minute hier oben. Seit ich back bin, er das erste Mal gegankt hat, der hat jetzt eigentlich schon viel verloren. Server Botlane. Sehr gut. Wir gehen runter zu unseren Raptors. Hauen jetzt die Healpots rein. Wir versuchen mit dem mal zu ganken. Flash. Nice! Wow, was war das für eine krasse Combo? Der hat super mitgeschalten, der Zed. Genial. Der Flash von mir war auch nicht gewastet, war okay. Wenn der Pantheon nach unten geflasht hätte, hätte er überlebt. Aber er wollte halt unbedingt auf diesen Set greeden. So, wir machen Gromp. Ah, Hecker ist Mitte. Mal schauen, ob er jetzt in seinen Top-Jungle geht. Ja, er geht in seinen Top-Jungle. Wir machen jetzt Drake. Ich habe zwar keine Healpots mehr. Wir schauen, dass wir ihn vielleicht den Drake abluchsen können. Nice, Syra hilft mir. So gut, wir haben den Drake. Wir gehen back in Toplane. Alles klar, wir bauen Glanz als erstes aus. Nehmen das hier noch mit. Auf geht's. Wir versuchen jetzt mit den Raptors hier Stufe 6 zu kriegen. Vielleicht können wir dann Mitte gleich nochmal helfen. Oh Gott, Zed, Vorsicht, was machst du? Ich versuch schnell. Was machst du? Du stirbst doch! Jetzt hat er seine Ulti gewastet. So, wir versuchen den Pantheon zu holen. Nice! Wir pushen hier aus. Alles klar, wir pushen aus. Unsere Ulti auch nicht gewastet. Wir machen einen Top-Jungle-Fighter. Oh! Hecarim ist hier. Hecarim hat meinen Top-Jungle gemacht. Zumindest mein Red. Das krasse Pferd ist einfach so schnell. Was soll ich machen? Ist auch gut, dass Botlane da mitschaltet und einfach einen Kill nach den anderen abräumt. Nice so. So. Ziehen die hier lang. Ah, jetzt hat der Pantheon unten.
Okay, fuck, ich habe ihn nicht mehr erwischt. Er hat sich weggeultet. Ich dachte, ich kann ihn jetzt ulten und dann ist er weg. Aber es hat nicht funktioniert. Ich weiß nicht, wo der Hekerim ist. Ich würde gerne hier... Wir können zur Not noch rausqueuen. Wir schauen mal. Okay. Wir machen ihn mal, falls der Heker kommt. Queuen wir einfach raus. Den müssen wir davor. Okay, es war jetzt ein Fehler, dass ich Q genommen habe. Falls der Heker kommt, bin ich... Sauber, sauber Set. Wir heben uns jetzt unsere Q auf. Dass wir zur Not escapen können. Wir haben Herald. Wir pushen Top aus, setzen den Herald Top Lane. Können wir diven. Nice. Jetzt holen wir uns Plates. Wir kriegen sogar den Tower. Wir kriegen sogar den Tower. Okay, Hekerim ist Botlane. Dann machen wir jetzt sein Jungle. So ein Blue Buff ab? Ne. Wir nehmen seine Wölfe noch mit. Nice. Vorsicht, 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 okay. Er war zu greedy. Why did you go into the old? So, wir gehen back und schauen zum Drake. Ich würde zwar gerne jetzt top noch auspushen, aber ich will den Drake haben. So, wir kaufen das, das und das und Rüstung. Auf geht's. Wir kriegen die Crab vielleicht noch. So. Botlane. Oh nein. Z, wenn wir Pech haben, haben wir keine Prior. Ich komm, ich komm, ich komm, ich komm. Oh. Da ist der Brand. Ich nehme die Scuttle noch. Nice Play von Brand. Der hat mir ordentlich eingeschenkt. Der hat mir richtig eingeschenkt. Zed ist tot. Ciao. Wir haben die Tristana geholt. Aber wir können keinen... Warte, ich hab gleich Ult. Okay, der Ding ist tot. Brand ist tot. Wir müssen aufpassen. Ich habe jetzt keinen Smite. Der Heker wird rein ulten. Und wird sich den Drake schnappen wollen. Nein, wir haben ihn, wir haben ihn. Alles gut. Gutes Play, jetzt weg. Wir müssen nicht mehr fighten. Renekton, wir müssen nicht mehr fighten. Wir haben den Drake. Gottes Willen. Er will's wissen. Er sagt einfach, fuck it, ich will den Tod sehen und er stirbt selber. Na, doch nicht. Zieh dich reiß. So, wir lassen sie nicht weiter stören. Hickers Bot, fuck. Nee, dem Chin können wir nicht mehr helfen. Sofort die Gegenreaktion von der Botlane.
Wir versuchen ein bisschen Bots zu deffen, aber wir werden ordentlich gepokt wahrscheinlich. Ich kann da nicht reingehen. Das ist... Ich habe keine Ulti, nix ab. Gut, passt. Die sind schon weg. Mach unseren Grump. Oh fuck. Mitte. Mitte deffen. Nice. So, jetzt gehen wir aber schnell back. Wir können uns Triforce kaufen. Und Boots. Kaufen uns Triforce, Boots, Pink Ward, auf geht's. Dann gehen wir Top Lane. Farmen unseren Top Lane Jungle und ihr seht schon 30 Sekunden Herald. Ich will die Crocs machen und dann gleich zum Herald gehen. Nice. Wir sehen Hekras Bot. Wir machen Herald. Und Pinky rein. Ist wichtig, ihr müsst immer schauen, wo ist der Gegner-Jungler. Könnt ihr Objectives kriegen? Ja, nein. Dann müsst sofort immer eine Gegenreaktion einleiten. Der Hekarim ist Botlane. Das heißt, wir können easy Herald machen. Alles gut. Außer uns klaut ihn jetzt noch jemand. Nice. Wir haben den Herald. Und Def Mitte gleich. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins. So. Okay. Ich hab keine Vision. Nice. Brand. Brand ist zu weit vorgesteppt. War sein Todesurteil. Ich ping, dass ich Mitte komme. Hauen den Herald hier rein. Und überleben die Scheiße auch noch. Hat der Herald eingerastet? Weiß ich gerade gar nicht. So, wir kaufen uns Sterax als nächstes. Und ihr seht, Drake ist wieder ab. Wir gehen zum Drake. So, wir gehen zum Drake. Hika ist auch schon da. Wir haben Ulti in 10 wieder ab. Okay, Fehler, Hackerin, Fehler. Blue Smite drauf. Ach. Tschüss. Ah, so. Und wir machen Drake. Wir haben wieder keinen Smite, weil ich natürlich Heka geslaut habe. Aber egal, wenn Heka tot ist, dann easy. So. Alles klar. Wir gehen Mitte. Wir wollen den Tower jetzt endlich... Wir wollen die Mitte offen haben. So, wir machen kurz den Tower. Nice, nice, nice. Tower ist weg. Wir machen unseren Jungle weiter.
Objective geklärt, weiter sofort in den Jungle. Wir dürfen keine Zeit verlieren, wir müssen XP farmen und Gold farmen. Da kommt eine Rhysold. Okay, wir müssen raus. Vorsicht. Okay, er will's wissen. Er will's wissen. Nein, wir gehen raus, wir gehen raus, wir gehen raus. Da ist die Crap up. Wir fahren jetzt einfach unseren kompletten Jungle durch, gehen back und dann groupen wir wieder. Wir schauen mal, Hekerim 103 Farm, hat aber schon 6 Kills, ich bin aber bei 113. Von denen hat die Hälfte der Kills nur der Hekerim. Der wenn tot ist, dann, ja. Ja, okay, jetzt haben sie Renekton gecatcht. Oder auch nicht. Der macht einen Double Kill, ich fasse es nicht. Okay, nimm du dir den Blue Buff, ich habe eh schon einen. Wäre auch jetzt sehr egoistisch von mir gewesen, den nochmal zu nehmen. Habe ich nicht aufgepasst. Sie haben aufgegeben, Leute. GG. Ihr habt gesehen. Why? Ihr könnt auch ordentlich Druck aufbauen. Und wir haben so ziemlich alle Objectives gekriegt, die derzeit ab waren. Ihr müsst als Jungler nicht unbedingt immer einen Haufen Kills haben. Euer Job ist, die Objectives zu safen. Wenn ihr seht, ihr habt Prio, geht sofort auf die Objectives. Ihr habt gesehen, Hekerim war auf der anderen Seite der Lane. Zack, ausnutzen, Objective holen. Das ist euer Job. Und ja, es hat mega Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch beim Zusehen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es heißt, Deppentree spielt LOL. Jawohl, bis zum nächsten Mal und reingehauen.